Hallo, hier ist Christoph für GetGoodC und das ist ein Hands-on mit dem Sony Vaio Pro 13, einem 13 Zoll Tablet. Und das ist nicht irgendein Tablet, sondern in der 13 Zoll Klasse ist es das leichteste. Es wiegt lediglich 1080 Gramm, das heißt nur knapp über einen Kilo, und das bei einem 13 Zoll Tablet ist fast unglaublich, wenn man das in die Hand nimmt. Es wurde aber kein Plastik oder sonstiges verwendet, um das Ganze leicht zu machen. Ganz im Gegenteil, hier wird Carbon verwendet, und zwar auf der Rückseite und Unterseite, und innen haben wir auch noch hier ein Aluminium, wo man die Hände auflegen kann und dadurch auch ein sehr gutes Gefühl hat, wenn man längere Texte schreibt. Das oft wird ja hier dann gespart, und das macht hier wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Auch die Tasten haben einen relativ langen Weg und einen guten Druckpunkt, sind auch mit einer Hintergrundbeleuchtung versehen. Also hier hat Sony einiges gemacht. Es wird aber trotzdem nicht an Akkulaufzeit gespart, beziehungsweise an der Performance. Wir haben trotzdem einen Intel Haswell Prozessor integriert, dann mit verschiedenen Varianten. Das ist die UL-Version, und die Akkulaufzeit sollte dann ungefähr bei 8 Stunden liegen, was ein sehr guter Wert ist, vor allem wenn man in Betracht zieht, dass das Gerät wirklich sehr dünn gebaut ist, wie wir das hier sehen, und auch hier eigentlich nur zwei Lüftungsschlitze bzw. ein Lüftungsschlitz haben. Hier haben wir dann auch noch Anschlüsse wie HDMI, zweimal USB 3.0 und einen SD-Slot. Ansonsten auf der Rückseite haben wir hier eigentlich nichts. Wir sehen auch hier dieses Scharnier. Man hat nur einen begrenzten Winkel beim Display. Das ist die maximale Neigung. Dürfte aber für die meisten Situationen reichen. Vor allem bei dem Display hat man ja auch hier noch sehr gute Betrachtungswinkel. Ja, das ist das Vaio Pro 13. Was noch zu erwähnen ist, wir haben hier einen Ladeadapter zum Aufladen vom Tablet. Hier haben wir vom Ultrabook. Hier haben wir aber einen USB-Anschluss. Damit kann ich nicht nur ein Handy laden oder sonstiges, sondern mitgeliefert wird auch dieser kleine Ethernet-Adapter. Und mit diesem Ethernet-Adapter kann ich ein WLAN-Netzwerk erzeugen, das ich dann über das Ethernet bekomme natürlich, und kann so mehrere Benutzer gleichzeitig mit dem Internet verbinden, das wir über das Ethernet bekommen. Eine sehr interessante Kombination, sollte ab Ende Juni erhältlich sein. Ich bin Christoph für GetGoodC und ich sage danke fürs Zusehen. Ich kauf lieber online. GetGoodC, einer für alles.